Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist T-Hey. Ich bin ebenfalls Rapper und veranstalte auch eine kleine Rap-Cypher auf meinem Channel. Und mich hat Kevin gefragt, ob ich denn einen Gastpart beitragen könnte als Juror. Ich weiß natürlich um meine Verantwortung und habe deswegen versucht, so gut wie möglich das Ganze nachvollziehbar für euch darzustellen. Ich werde euch einfach mal sagen, was ich zu der Runde Jace Todd vs. Undas anders halte, also was ich davon halte. Hab die Bewertung hier und wir gehen das jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Ich habe das genauso aufgelistet, wie es in dem Infovideo ist, also auch von der Reihenfolge her. Wir fangen mit Jace Todd an und mit seinem Text. Ich finde, das Ganze ist, es hat sehr große Probleme an manchen Teilen. Es ist sehr, sehr kurz und dann leider auch ein bisschen Standard, was die Lines angeht. Er hat ein paar Highlight-Lines drinne. Zum Beispiel diese Kevin Crowell. Moment, da muss ich nochmal nachschauen. Kevin Wendell Crump. Die Line fand ich ganz okay. Ist halt auch ein bisschen Standard so, aber okay, kann man schon machen. Dann fand ich diese Swiffer-Line auch ganz gut, weil die halt diesen schönen Gegnerbezug drin hat. Ansonsten ist das allerdings leider alles ein bisschen random einfach so. Und zum Beispiel geht es halt auch einfach nicht, dass er halt sagt, er findet halt keinen Vergleich für ihn, weil er halt so ultra wack ist. Da musst du halt auch einfach delivern vorher und halt vorher wirklich zeigen, dass es nicht an dir selber liegt, sondern wirklich an dem Gegner, dass er so wack ist. Das hat er in dem Fall nicht gemacht. Und es ist leider dann ein bisschen einfach nur dahin geworfen. So. Ja, nicht so Fan von. Ja, wie gesagt, es ist sehr kurz alles. Er hat leider den Text, den er hat, auch nicht optimal genutzt. Und deswegen finde ich, er hat leider sehr viel liegen lassen in dem Bezug. Von daher habe ich ihm hier leider nur einen Punkt gegeben. Dann der Flow. Ich finde, der geht mega in die Fresse. Er delivert super, super gut, sehr sauber, sehr stabil. Teilweise ist es sogar sehr brachial, wie er über den Beat geht, weil er da wirklich so viel Power reinballert. Boah, er ist wirklich geil, ich feiere das. Ansonsten leidet auch wieder das Ganze ein bisschen unter der Länge der Runde. Es ist nun mal so, denn wäre das Ganze ein bisschen länger gewesen, hätte er noch ein Part gehabt, oder halt auch einfach nur ein paar Bars mehr, dann hätte er da vielleicht nochmal zum Ende hin ein bisschen Abwechslung reinbringen können, nochmal ein bisschen den Flow wechseln, dies, das, vielleicht noch ein Double Time oder sowas mit reinbringen können. Auf jeden Fall irgendwas, dass das Ganze nochmal ein bisschen abwechslungsreich gestaltet. Aber ansonsten ist es schon sehr, sehr stabil, was er da macht. Ich habe ihm 2 Punkte gegeben. 2 von 3. Wiedererkennungswert. Den hat er auf jeden Fall. Die Effekte, die er da über seine Stimme legt, die sind ein bisschen komisch, aber die grenzen ihn durchaus ab von dem Rest. Also was man sonst so kennt. Das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber da hat er sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, möchte ich ihm jetzt mal unterstellen. Er könnte noch mehr mit seinen Stimmlagen rumspielen und arbeiten, aber wie gesagt, das ist, das zählt dann wieder mehr in das ganze Flow-Ding mit rein. Aber ich finde, er versucht schon sehr viel, auch von seinem Aussehen, von dem, wie das nehme ich schon ein bisschen das Video mit rein, so klar, aber ich meine, der Look zählt ja auch mit rein in das ganze Wiedererkennungswert-Ding. Ich finde, dadurch hat er schon ein interessantes Gesamtpaket geschaffen, was durchaus noch ausbaufähig ist auf jeden Fall, aber hier in dem Fall schon gut funktioniert. Da habe ich ihm 2 Punkte gegeben. Musikalität, besondere Hooks. Nun ja, er gibt sich auch hier echt Mühe. Er klingt leider nicht ganz so geil, wie es klingen würde. Vielleicht hätte er da eine Spur Autotune drüber hängen müssen oder so. Aber ja, er gibt sich schon Mühe. Er hat es probiert, er hat es wirklich versucht. Aber wie gesagt, es klingt nicht so gut, wie es klingen könnte. Hier habe ich ihm 1 Punkt gegeben. Zu den Sonderpunkten sage ich am Ende noch was. 6 Punkte für ihn also erstmal. Wenn ich mich nicht verzählt habe, zählen wir nochmal nach. Aber ich denke doch, 1, 3, 5, 6. Naja, wisst ihr doch. Läuft doch bei mir. Nun, Undast. Sein Gegnerbezug ist gut. Er hat viel aus relativ wenig gemacht. Ich meine, gut, so wie die Sachen mit der Bluebee-Line und sowas, die ich sehr, sehr gut fand. Das ist natürlich, da hat sich Jace Todd natürlich was getraut. Und das ist natürlich auch ein Erfolg, ob das, wie sich das dann halt auswirkt, ob das jetzt wirklich dafür sorgt, dass er jetzt bekannter geworden ist oder nicht, das kann man halt selten beeinflussen, aber das ist natürlich eine Steilvorlage, die dann ein anderer Battle-Rapper in einem Battle nehmen kann und daraus natürlich was Brutales bauen kann, ist in dem Fall genommen worden, er hat daraus eine Line gemacht, ist gut, vollkommen legitim und die knallt auch. Ansonsten halt diese bunte Haare-Line fand ich ziemlich geil.
Und insgesamt verfolgt er auch ein relativ konstantes Konzept. Also er kommt auch immer wieder darauf zu sprechen, dass halt, dass er halt so ein Deep Rapper ist, so tiefgründig. Dass am Ende zum Beispiel auch in der Hook noch ich hoffe, du bist schwindelfrei, weil du tiefgründig bist. Das fand ich auch in Ordnung so. Das ist relativ simpel. Man versteht sofort, was er will. Es ist gut delivered. Gefällt mir. Er hat da auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes draus gemacht. Ich finde auch, deine Runde ist natürlich jetzt auch nicht überlang. Sie ist natürlich länger als, also was heißt natürlich, aber sie ist in dem Fall länger als die von Jace Todd. Nicht übertrieben lang. Hätte auch noch durchaus eine richtige Songstruktur, hätte dem Song, also der Runde bestimmt auch gut getan. Nichtsdestotrotz nutzt er den Text, den er hat und macht wirklich was draus. Da ist nichts drin, was jetzt irgendwie krass verschwendet worden ist an Text, an Lines. Alles sehr solide bis minimal schlechter, aber nichts, was wo ich sage, wie bei Jace Todd, das ist wirklich verschwendet worden. Hier habe ich ihm die volle Punktzahl gegeben, 3 Punkte. Sein Flow, der profitiert natürlich sehr vom Beat. Aber er nutzt ihn natürlich und den Beat muss man natürlich auch erstmal zu nutzen wissen. Er ist sehr abwechslungsreich, er funktioniert, ja, wie gesagt, sehr gut auf dem Beat. Er könnte mit noch mehr Power rappen, so, das wäre nicht schlecht, aber auch so funktioniert das. Er sitzt jetzt nicht vor dem Mikrofon und flüstert vor sich hin. Es ist alles, seine Stimme ist auch nicht überkrass gedämpft, aber er ist jetzt nicht mit so viel Wut und Elan und Power dabei wie jetzt Jace Todd. Aber muss man ja auch nicht zwingend. Ansonsten hat er gute Betonungen drin. Es gefällt mir alles sehr, sehr viel daran. Er traut sich mehr, finde ich, wie gesagt, mehr Abwechslung drin und so. Insgesamt finde ich ihn auch hier einfach minimal besser als Jace Todd. Hier habe ich ihm 3 Punkte gegeben, weil er sich auch konstant auf einem soliden Level bewegt, aber dieses Solide eben noch ein bisschen höher hebt, indem er sich halt auch was traut zwischendurch und einfach auch kein Ausfall dazwischen hat, der das Ganze rechtfertigen würde, dass er unter Jace Todd fallen würde. Genau. Wiedererkennungswert. Der Beat hat super Wiedererkennungswert. Sehr, sehr schön. Der generelle Style könnte noch ein bisschen ausgearbeiteter sein. An seinem Aussehen könnte er noch ein bisschen drehen. Ja, einfach der Look and Feel einfach alles noch ein bisschen anpassen so. Da könnte er noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ausrasten, ein bisschen mehr machen einfach so. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ich finde aber, wenn er bei diesen elektronischen Beats bleibt, die so sehr nach vorne gehen, das eignet sich eigentlich ziemlich gut, da kann er gut drauf deliveren. Man hat ja jetzt gemerkt, dass er auch super drauf flowen kann und sehr viel Abwechslung reinbringen kann. Das wird also auch nicht so schnell langweilig. Ja, aber er könnte sich noch ein bisschen mehr überlegen, damit das Gesamtpaket noch ein bisschen besser wird. Hier sehe ich ihn leicht unter Jace Todd und habe ihm deswegen einen Punkt gegeben. Nun kommen wir zur Musikalität, beziehungsweise zu den besonderen Hooks. Auch er probiert ein bisschen was mit der Hook. Muss man ihm schon lassen. Aber auch hier könnte es noch besser sein, als es ist. Wie gesagt, kleines bisschen Autotune. Kann man ja auch einfach über die Doubles drüber schieben oder so. Dann hat es gleich nochmal eine etwas andere Harmonie. Vielleicht mit mehr Spuren arbeiten. Kann man ja alles machen. Das ist wirklich da muss man kein krasser Sänger sein oder sowas, um ein bisschen Harmonie reinzubringen. Das ist, also vor allem, wenn man das so machen möchte, wie er es da gemacht hat. Er kann ja scheinbar die Melodien schreiben. Das funktioniert ja. Ja, ich finde nur, weil seine Audioqualität halt deutlich wacker ist als die von Jace Todd, dass der Hörgenuss da ein bisschen drunter leidet. Und das muss ich in dem Fall leider wirklich ankreiden, denn beide Hooks sind nicht optimal zu hören, aber ich höre mir im Zweifelsfall lieber die von Jace Todd an, als die von Undust jetzt. Denn das liegt einfach dann wirklich an der Audioqualität, die dann besser ist. Und Jace Todd ist dann doch noch ein bisschen besser, ein bisschen ausgearbeiteter, will da nicht ganz so viel von einem wie jetzt ein Undust, der dann zum Ende hin dann nochmal so leicht die Melodie wechselt, aber da bewege ich mich auch auf dünnem Eis, so da habe ich nicht so übertrieben viel Ahnung von, ich bin kein Sänger. Ich finde aber nur, soweit ich sagen kann, die von Jace Todd in dem Fall ein kleines bisschen besser. Deswegen hatte ja Jace Todd den einen Punkt und Undust hat hier keinen Punkt. Aber bei beiden noch Verbesserungspotenzial. Also, damit haben wir Undust mit 7 Punkten und Jace Todd mit 6 Punkten. Sonderpunkt hätte man jetzt noch frei bei beiden Seiten, aber die schenke ich mir jetzt einfach. Also da gebe ich jetzt bei beiden einfach 0, weil ich finde, so wie es jetzt ist, ist das Ergebnis eigentlich fair. Es ist ja ein Battle und Undust hat definitiv hier die besseren Lines geliefert einfach.
und sehe ihn hier ein bisschen vorne. Man muss halt unbedingt was an seiner Audioqualität machen. Unbedingt. Da ist auf jeden Fall noch mehr rauszuholen. Ja, das halt soweit da zu meiner Bewertung. Ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar für euch. Ich habe keinen zu sehr verärgert. Ist meine Meinung, ich sehe das Ganze so. Und es war ja auch knapp an der Stelle. Gut, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und weiter geht's. Mein Name ist Kevin, alias Preisfilm. Und jetzt gibt es die Videoanalyse zu Jace Todd vs. Unlast. Wir fangen mit Jace Todd an. Direkt am Anfang sieht man bei Jace Todd, dass dem Video ein Look verpasst wurde. Man sieht im Hintergrund, die Wand ist nicht komplett weiß, sondern bläulich. Also hier wurde wirklich tiefer in die Farben reingegangen und versucht, den ganzen optisch noch ein bisschen mehr zu verpassen, als es einfach steril und weiß zu lassen. Dann sieht man noch ganz klar, dass dem Video eine Vignette verpasst wurde, um halt den Blick des Zuschauers zu lenken, halt um das, was im Fokus sitzt, hervorzuheben. Das wird im Film auch sehr häufig gemacht. Des Weiteren sieht man auch bei den, sage ich mal, Szenen, wo man nicht dieses blau-lila Licht hat, dass die Hauttöne halt sehr gut sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein gemacht wurde, was ich schon denke, also die Hauttöne wurden hervorgehoben und wahrscheinlich nochmal nachbearbeitet, dass er halt wirklich eine vernünftige Hautfarbe hat, außer jetzt den Szenen, wo es halt blau-lila ist, da braucht man halt die Hauttöne nicht nochmal anpassen, da ja der Look von der Beleuchtung schon kommt. Um gleich nochmal auf die Beleuchtung zu kommen, also Jace Todd hat auf jeden Fall eine super Lichtsetzung gemacht, hat sich auch Ideen gemacht, wie zum Beispiel dieser lila Blue Look, was ich ganz cool finde, oder halt auch bei der Szene, wo er vor dem Rechner sitzt, hat man im Hintergrund noch eine orangene Lampe, die noch so ein bisschen warme Farbe ins Video bringt. Alles im Allen, finde ich, sieht das Video von Jace Todd hochwertiger aus und nach einer besseren Produktion als das von Unlast. Was ich auch noch gut finde bei Jace Todd ist, dass er verschiedene Kameraeinstellungen gewählt hat. Er hat ihn mal von der Seite, mal von schräg unten gefilmt und halt, dass es halt nicht immer nur eine Einstellung ist. Zu den Locations, es sind halt zwei Locations. Dadurch, dass der Song relativ kurz ist, funktioniert das auch und ist jetzt nicht negativ zu bewerten. Hätte er jetzt noch einen dritten Part gedreht, dann wären es auf jeden Fall zu wenig Locations gewesen und dann hätte die Abwechslung gefehlt, aber so geht es eigentlich voll fit. So, nun kommen wir zu den Punkten. Also für den Schnitt würde ich bei dem Video 2 Punkte vergeben, weil einfach der Schnitt ist ganz okay und ganz cool. Aber die maximale Punktzahl vergebe ich halt wirklich nur, wenn mich was komplett flasht. Und ja, hier sind coole Effekte bei dieser Bildwechsel. Ist auch ganz nice, also 2 Punkte für den Schnitt. Das Grading finde ich auch ziemlich dope, dazu hatte ich ja schon vorne was gesagt. Hier würde ich auch nochmal 2 Punkte vergeben. Wie gesagt, volle Punktzahl gebe ich nur, wenn mich was komplett flasht, wenn es aussieht wie ein Film oder sonstiges. Deswegen 2 Punkte fürs Grading. Kreativität bzw. Qualität, hier gebe ich wiederum auch 2 Punkte. Die Qualität ist eigentlich top von dem Video, da kann man nicht meckern. Die Auflösung ist super, das Grading ist super. Insgesamt alles und allen halt eine gute Qualität. Jedoch fehlt mir so ein bisschen die Kreativität. Keine Ahnung, man hätte halt sich noch ein bisschen über seinen Gegner im Video lustig machen können, anhand wo man zeigt, dass er sich seinen Gegner anguckt und ihn dann auslacht. Oder irgendwie halt noch eine Metaebene reinbringen und nicht nur den Künstler halt, wie er da rappt. So, weil wenn man ihn nur rappen sieht, fehlt halt so ein bisschen die Abwechslung. Deswegen gibt es hier halt auch nur 2, nicht 3 Punkte. Somit kommen wir alles in allen für die Videobewertung auf 6 Punkte. Dies ergibt sich aus 2 Punkten Schnitt, 2 Punkte Grading und Qualität, Kreativität nochmal 2 Punkte. Macht insgesamt 6 Punkte. So, und nun kommen wir zur Anlass-Videobewertung. Fangen wir mit dem Grading an. Das Grading ist sehr Standard. Hier wurden vielleicht ein wenig Kontraste gezogen, aber ein Look wurde dem Ganzen nicht wirklich verpasst. Dazu wird es am Ende noch ein Beispiel geben, wie man einen besseren Look hätte verpassen können. Dem Video fehlt auch eine Silhouette, also im Endeffekt wurde meiner Meinung nach das Video reingezogen und vielleicht ein bisschen Kontraste gezogen und dann war es das auch schon von der Farbbearbeitung her. Ja, der Schnitt ist auch recht Standard, da hätte man noch um einiges mehr rausholen können. So, der Beat ist halt sehr, sehr nach vorne gehend, würde ich mal sagen. Und da hätte man echt einen krassen Schnitt drauf machen können. Also da hätte ich mir noch ein wenig mehr gewünscht. Dazu gibt es nachher auch noch ein kleines Beispiel, wie man den Schnitt hätte noch besser umsetzen können. Es wurde hier und da versucht, ein paar schnelle Schnitte einzusetzen, aber man hätte sie auf jeden Fall besser umsetzen können.
Den Opener vom Video, wo man den Drohnen-Shot hat, den finde ich ziemlich cool. Also eine coole Eröffnung, auch wie da der Titel dann eingeblendet wird. Also das habe ich auf jeden Fall als positiv gesehen. Von den Locations her hätte ich mir, da der Song ja um einiges länger ist als der von Jace Todd, noch mindestens eine Location mehr gewünscht, weil so hat man jetzt halt nur den Skaterpark und die Bushaltestelle. Man hätte hier zum Beispiel, wenn man schon in einem Skaterpark ist, vielleicht mal einen Skater hier oder da filmen können, wie er ein paar Tricks macht oder halt selber das anders aufs Skateboard steigt und man ihn filmt, wie er ein bisschen mit dem Board rumfährt oder halt ein paar Tricks macht, einfach, dass man nicht nur die ganze Zeit den Künstler sieht. Dann hätte man auch die Graffitis mal mehr in den Vordergrund stellen können, weil da sind ja ein paar coole Bombings bei, einfach um ein paar Füllbilder zu haben. Am Ende hat man es mal kurz gemacht, aber ich hätte mir das auch irgendwo im Laufe des Videos mal gewünscht, dass man einfach mal das Gesicht an der Wand genau abfilmt oder irgendein cooles Bombing, was man da sieht und das dann zeigt. Hier wurde halt mit Drohnenshots versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber das reicht dann nicht, wenn hier und da ab und an mal eine Drohne ist, sondern wenn man schon in einem Skaterpark ist, wie gesagt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, da Flexibilität reinzubringen. So, kommen wir nun zur Bewertung. Qualität und Kreativität. Dem Ganzen habe ich hier einen Punkt gegeben, da das Video von Jace Todd im Vergleich von der Qualität her um einiges besser war auf jeden Fall. Man hätte hier auf jeden Fall mit der Kreativität punkten können, wie zum Beispiel vorher erwähnt, dass man halt Füllbilder macht von einem Skater, was ziemlich cool gewesen wäre, zum Beispiel man zeigt anders, wie er skatet und ein paar Tricks macht und dann sucht man sich ein Double, was für Jace Todd steht und der fällt halt ständig auf die Schnauze oder verkackt, so einfach, um das Ganze ein bisschen lustiger, um sich über den Gegner lustig zu machen. Dann hätte man vielleicht noch einen Kreativitätspunkt noch dazu gekriegt. Deswegen gebe ich dem Ganzen hier für Qualität und Kreativität einen Punkt. So, kommen wir nun zur Schnittbewertung. Ich habe dem Schnitt hier 2 Punkte gegeben. Wie gesagt, der Schnitt ist nicht der beste, aber er ist okay, er ist Mittelmaß so und deswegen dachte ich mir 2 Punkte. Man hätte ihn zwar noch um einiges doper machen können, aber ja, er ist okay. Ist jetzt nicht so, dass es ein langweiliger Schnitt ist. Deswegen 2 Punkte für den Schnitt. So, kommen wir nun zu dem Grading. Das Grading hat mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Das war, wie gesagt, bei Jace Todd um einiges besser. Zumal die Skaterpark-Location eigentlich ziemlich cool ist. Da hätte man auf jeden Fall gute Akzente setzen können, was das Grading angeht und halt den ganzen geilen Look verpassen können. Dazu gibt es jetzt auch gleich am Ende noch ein kleines Beispiel, aber vorher zählen wir dann die Gesamtpunkte zusammen. Fürs Grading gibt es bei dem Video von Anders von mir auf jeden Fall einen Punkt. So, kommen wir zur Punktezusammenrechnung. Vorher gab es bei der Audiobewertung für Anders 7 Punkte und für Jace Todd 6 Punkte. Jetzt kommen die Videopunkte dazu. Die Videopunkte sind 25%, die Audiobewertung sind 75%. Somit macht es eine Gesamtpunktzahl bei Anders von 4 Videopunkten geteilt durch 3 macht 1,3 Periode. Somit kriegt Anders noch einen Punkt dazu und kommt auf 8 Punkte. Und bei Jace Todd gab es 6 Punkte für das Video, beziehungsweise für die Videobewertung. 6 geteilt durch 3 macht 2, somit kommen 2 Punkte dazu und dann haben wir jetzt einen Gleichstand von 8:8. Wir hatten ja in der WhatsApp-Gruppe besprochen, dass bei einem Gleichstand nochmal eine Bewertung von einem anderen Juror kommt. Somit habe ich jetzt mit einem Kollegen von mir geschrieben, Realis, der wird jetzt nächste Woche sich hinsetzen und die finale Bewertung machen. Diese Audiobewertung wird dann über den Sieger entscheiden. Das Video dazu wird dann voraussichtlich auch nächsten Freitag kommen. Jetzt gibt es noch kurz das Erklärvideo, wie man hätte das Grading und die Effekte und den Schnitt zum Beispiel besser machen können anhand von Anders. So, kommen wir als allererstes zum Grading-Beispiel. Ich öffne mir die Scopes, um zu sehen, wie die Kontraste liegen. Hier hat man verschiedene Scopes, das ist jetzt nicht so wichtig. Hier sehe ich zum Beispiel, dass die Shadows noch ein Stückchen runter können, deswegen ziehe ich die noch ein kleines bisschen runter, um noch ein bisschen Kontrast in die Tiefen zu kriegen. Als nächstes mache ich ein neues Node bzw. ein Layer Node, wo ich halt das Gesicht vom Hintergrund abhebe. Dazu gehe ich auf die Pipette und wähle mir das Gesicht aus, die Hautfarbe. Da unten in den Qualifier sieht man jetzt, welche Farbbereiche ich ausgewählt habe. Hier versuche ich das halt aufs Rot-Orange zu legen, weil da halt meistens die Hauttöne drin liegen. Man könnte das Ganze noch ein bisschen detaillierter machen mit einer Maske, die man trackt, pipapo, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen definiere ich jetzt hier einfach mal schnell über die Luminanz und über die Hue, die quasi den Bereich der Hauttöne, um halt kein Grün oder sonstiges noch mit im Bild, mit in der Auswahl zu haben. Dann die Neusicht ist, damit der Übergang alles ein bisschen einfacher bzw. sauberer ist.
Dann öffne ich mir die Scopes bzw. das Vector Scope. Hier sieht man auch die Linie definiert, wo der Hautton liegt. Der liegt schon recht gut, aber das Ganze könnte noch ein bisschen Sättigung verpassen. Deswegen schiebe ich jetzt die Höhen und die Mitten noch ein bisschen ins Orange, damit das ganze Gesicht ein bisschen knackiger wird. Jetzt gehe ich auf den oberen Layer Node, wo ich halt den Hintergrund habe, und hier schiebe ich ein bisschen Blau rein, um diesen klassischen Orange-Teal-Look zu kriegen und dem ganzen Video halt optisch einen Look zu verpassen. Nochmal ein bisschen Orange rein. So, jetzt kommt ein weiteres Node. Hier ziehe ich jetzt die Masken bzw. die Vignette, um halt den Fokus des Zuschauers zu setzen. Dann kann man noch diese typischen Cinescope-Balken machen, dass man halt diesen Kino-Look kriegt. Halt dieses 16 zu 9. Dann richtet man das Bild wieder vernünftig aus, dass man halt nicht zu viel Headroom hat. So, hier habe ich jetzt mein Power-Window, bzw. was die Vignette wird. Hier definiere ich halt den Bereich, mache einen Outside-Node, um halt alles, was außen liegt, außerhalb dieses Nodes ein bisschen dunkler zu machen. Und somit fällt halt der Fokus mehr auf den Künstler. So, jetzt spiele ich nochmal ein bisschen mit den Lift, Gain und Gamma. Einfach um zu gucken, dass mir das Bild dann passt, dass die Kontraste richtig sitzen, der Fokus auf ihm halt liegt und nicht auf dem Hintergrund. Machen wir wieder ein neues Node. Hier, was ich vorhin erwähnt hatte, die Graffitis geben halt ziemlich viel her. Jetzt gehe ich halt in Hue vs. Saturation und kann mir halt einen Farbbereich gleich auswählen. Erstmal sorge ich für ein bisschen Platz, dass das alles wieder ordentlich ist hier. So, und jetzt picke ich mir zum Beispiel das Rot oder das Orange raus und kann dann da die Sättigung hochschrauben, einfach dass der Hintergrund noch ein bisschen mehr Punch kriegt, dass die Farben halt wirklich schön leuchten und knackig sind. Jetzt das Rot noch von der Katze. Dann schiebe ich das Rot hoch und dann sieht man schon im Hintergrund, wie halt das Rot wirklich hervorsticht. So, und das ist halt, weil ich meinte, das Bild gibt so viel her und man hätte da noch um einiges mehr rausholen können. So, dann gucke ich jetzt nochmal vorher, nachher. Ja, dann sieht man richtig schön, wie das Rot halt vorkommt. Jetzt das Grün noch ein bisschen pushen, das Orange mit reinnehmen. Hier definiere ich halt, mache ich den Bereich noch ein bisschen breiter, dass ich halt, weil Orange ist ja nicht nur Rot, sondern ist so eine Mischung aus Rot und Gelb. Und verpasse den Ganzen noch einen kleinen Push. So, und am Ende ziehe ich immer noch eine Kurve bei Luminance vs. Saturation. Die Kurve bewirkt, dass quasi in den Shadows, sieht man jetzt hier bei der Qualität nicht so gut, dass die Shadows einfach sauberer werden und man nicht so ein matschiges Bild kriegt. So, kommen wir nun zum Schnitt. In der Rucksack, das ist absichtlich. Also ich finde es immer ganz cool, auf den Kicks zum Beispiel kann man so einen Flackerschnitt, würde ich jetzt mal sagen, machen. Da muss man halt raussuchen, wo der Bass ist. Dann setzt man viele kleine Schnitte und dann löscht man einfach ein oder zwei Dinger raus, dass man so, dass das Bild hin und her springt. Und dann hat man halt so einen Flackerschnitt. Ja, wenn du nicht, kommt halt ganz cool einfach, dass es das nicht immer durchgängig nur dieselbe Szene ist. Und wenn man Schnitt zum Beispiel zu hart ist, funktioniert es auch ganz gut, wenn man diese Flackerschnitte dann da auf dem Bass kriegt, wenn sich zwei Szenen ein bisschen beißen, habe ich festgestellt. Absichtlich wäre, wenn du nicht rein willst, fällt dein Abschied. Man hat einen weicheren Übergang. Du kaschierst den Schmerz durch Edelhuren, gib mir 10 Minuten, dass du es auf dem Boden ist. Einen Effekt einbauen, so eine kleine Kamerafahrt. Da suche ich jetzt auch wieder einen Kick zum Beispiel, worauf man das alles aufbauen kann, weil es ist immer besser, wenn es vom Instrumental quasi gestützt wird. Dann setze ich mir einen Schnitt beim Bass. Suche mir halt die Stelle, wo ich den Zoom haben will. Genau. So, jetzt mache ich den Keyframe an, zoome hier rein. Gehe dann wieder zum Anfang bzw. ein Stückchen vor und setze mir halt den Zoom wieder auf Standard auf 1, dass man die normale Entfernung hat. Und dann hat man halt eine Party. Genau, und das Ganze kann man jetzt, weil es noch zu schnell geht, finde ich, gleich über die Keyframes nochmal anpassen. Erstmal den Marker setzen, da ich weiß, okay, hier soll er maximal rangezoomt sein. So. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wenn du nicht rein willst, fällt dein Abschied nicht schwer. Du kaschierst den Schmerz durch Edelhuren. Gib mir 10 Minuten, das Blut auf dem Boden ist nicht aus deiner Richtung. Für meinen Geschmack war das noch ein bisschen zu schnell.
Deswegen gehe ich jetzt in die Keyframes nochmal rein und dann kann ich hier die Keyframes nochmal von Hand ausrichten. Also dann kann ich einstellen, dass die Fahrt schneller oder langsamer geht. Und auf dem Boden ist nicht dann wird die ganze Fahrt schon ein bisschen smoother und man hat eine schöne Kamerafahrt mit eingebaut. Jetzt gibt es nochmal ein zweites kleines Grading-Beispiel zu der Drohnenaufnahme von Anderst. Weil es eigentlich ein ziemlich cooles Bild, aber es ist halt sehr kalt und matt und ja, finde ich, da hätte man echt ein bisschen mehr machen können. Erstmal wieder die Kontraste ziehen. Dann wieder den altbekannten Layer Node. Hier mache ich diesmal bei Hue und Saturation raus, weil ich will nur die Shadows bzw. alles außer den Himmel auswählen. Jetzt habe ich halt den Himmel deselektiert und habe halt quasi die Häuser und den Turm. Hier kann ich jetzt ein bisschen mit der Farbe rumspielen, ein bisschen mehr Rot drin, dass es alles ein bisschen wärmer wird. Da oben habe ich den Himmel, da kann ich jetzt auch noch ein bisschen Orange reinknallen. So kann man die halt schön voneinander getrennt bearbeiten. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Wärme im Bild. Jetzt kommt wieder die altbekannte Vignette, beziehungsweise wo man halt den Fokus vom Zuschauer hinlenkt. Dann Outside Node, dass ich alles außen ein bisschen dunkler machen kann und der Turm ein bisschen in den Hintergrund gerät und der Fokus mehr auf den Häusern und dem Himmel liegt. Jetzt knall ich noch einen Lens Flare auf die Sonne, damit halt die Sonne richtig cool vorscheint. Da kann man dann rumspielen, ein bisschen das Scaling, die Temperatur, pipapo, alles ein bisschen ändern, so wie es einem dann passt. Da sind Geschmäcker verschieden, der eine mag es ein bisschen stärker, der andere mag es ein bisschen weniger. Beim Blend kann man halt die Stärke von dem Lens Flare einstellen. Und ja, so schnell hat man eigentlich einen coolen Grade auf einer Szene gemacht. Wenn man jetzt quasi das Ganze in einem Video hätte, dann müsste man die Sonne noch tracken, pipapo. Das kann ich ja, wenn es gewünscht wird, gerne mal in Zukunft zeigen, wie das funktioniert, falls ihr das nicht wisst. So ein bisschen Anpassung nochmal hier in die Farben und jetzt hat man vorher, nachher. So einfach den ganzen Dingen einen coolen Look verpasst. Und es ist nicht mehr kalt, sondern ein schön warmes Bild. Man hat hier noch eine Sonne, die man sieht und ja, fertig.